Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football Meets Your ELF Star. Heute habe ich einen Gast von Berlin Thunder und zwar ist das Ben Naunburg. Ben, grüß dich. Moin, danke für die Einladung. Ja, gerne. Stell dich einmal ganz kurz vor, wer bist du, wie groß bist du, wie schwer bist du, wo bist du geboren, wo wohnst du jetzt und wo spielst du, wollen die Fragen, habe ich schon gesagt. Ja, also ich bin Ben Naunburg, 21 Jahre, ich bin 1,93 groß, wiege momentan 121 Kilo. Ursprünglich geboren bin ich in Neubrandenburg, in Mecklenburg. Wohnen tue ich jetzt in Neustrelitz in Mecklenburg, sind ungefähr 20 Minuten entfernt. Und ja, positionstechnisch spiele ich wahrscheinlich Defense Tackle und Defense End. Okay, was machst du beruflich? Ich bin momentan in Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation. Ganz wichtige Frage, wie bist du überhaupt zum Football gekommen und ja, was fasziniert dich an diesem Sport? Zum Football gekommen bin ich damals, also von Wiege auf. Also seitdem ich geboren bin, habe ich mit dem Sport zu tun, allein durch meinen Vater. Und ja, es wurde mir halt in die Wiege gelegt. Faszinierend tut mich an dem Sport da so vieles. Also es ist mittlerweile kein Hobby mehr, es ist nicht nur ein Sport, es ist einfach, gehört zu meinem Leben. Also es ist einfach ein Lifestyle. Ja. Angefangen hast du bei den Rostock Griffins Juniors, richtig? Jein. Angefangen habe ich damals bei den Tolense Junior Sharks. Da habe ich 2 Jahre gespielt. Und das zweite Jahr haben wir dann eine Gemeinschaft mit den Rostock Griffins, mit der Jugendmannschaft, sind wir zusammengekommen und waren ein Team MV sozusagen. Und ja, dort habe ich dann gespielt sozusagen, ja. Okay, aber bevor du zu den Herren gewechselt bist, warst du nochmal bei einem Sichtungscamp und hast sogar den Sprung über den großen Ozean geschafft. Ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Dann fragen wir gleich mal, was war das für ein Sichtungscamp? Also das war von Björn Werners Firma Gedrive & Imports. Aber ja. Erzähl mal von diesem, was macht man bei dem Camp? Was wird da abverlangt? Ja, also genau, ich war damals in Hamburg beim Gedrive & Imports Camp von Björn. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Also wir haben größtenteils so Combine-Drills gemacht, 40s, L-Cone und so weiter und so fort. Haben ein bisschen die Athletik getestet, auch mit anderen Drills, also recht Football-spezifisch. Und das waren nämlich 2 Tage. Den ersten Tag haben wir halt so ein paar Drills gemacht und D-Line, O-Line spezifisch und so. Und am Sonntag waren dann One-on-Ones. Da waren erst die Big Boys vormittags und dann so zum Mittag hin kamen dann die ganzen Skill-Positions. Okay, und ich habe gelesen, von 150 Teilnehmern haben es nur 5 denn geschafft, rüber in den Staaten, also von diesem Camp jedenfalls, was in Hamburg abgeleistet wurde. Und du bist dann zusammen mit Matej Bencek, ist das richtig, zur Kiski-Vorbereitungsschule gewechselt? Richtig, aber ich war ein Jahr zuvor da. Ich bin 2018 rüber, habe dann dort die 11. gemacht und dann die 12. natürlich. Und Matej kam in meinem 2. Jahr. Genau, ich bin damals mit Tim Burgatz, der spielt jetzt momentan bei Maine University, bin ich damals rüber. Wir waren zusammen Roommates und genau, mein 2. Jahr kam dann Matej, der ja gestern mit den Cologne Centurions gesigned hat. Genau, deswegen kam ich doch darauf. Erzähl mal, wie war das so da drüben? Also ich habe gelesen, du musstest ja mal einen Anzug kaufen, weil da ja in der Schule Anzugspflicht ist, also nicht wie hier in Schulen. Wie hat man das vereinbart mit Football, Schule? Ja, wie war das da drüben? Also ich muss sagen, wo viele gleich wieder sagen, oh, das war voll langweilig. Also ich war auf einer Jungschule. Ich hatte persönlich keine Probleme mit den Anzügen. Ich fand das sogar echt, ich finde das wirklich in Ordnung. Ja, man konnte sich wirklich auf Schule und Sport konzentrieren. Ne? Also es musste beides stimmen. Man ist ja nämlich ein Student-Athlete. Ne? Also die Schule ist natürlich im Vordergrund, dann kommt der Sport und beides muss stimmen. Man kann so ein guter Athlet sein, aber die Noten sind schlecht. Da kriegt man keine Offers oder irgendwelche anderen Perspektiven. Das ist es halt. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, war echt eine schöne Zeit. Ich habe viel mitgenommen. Und ja, es ist halt ein Brotherhood. Also kann ich nicht anders erklären. Man muss es erlebt haben. Also würdest du es Ihnen empfehlen? Auf jeden Fall. Also zu jedem, der fragt wegen Austauschjahr oder sonstiges, egal wohin, nehmt es mit. Also das ist mein Tipp. Nehmt es mit, lernt die Sprache, Kultur kennen.
Einfach machen. Man hat nichts zu verlieren. Okay, und du sagst, es war eine reine Jungschule, also da hat man nicht so eine, ja gut, das war eher also College, das war ja noch kein richtiges College, war ja gar kein College, aber Genau, es war, man. eine Highschool letztendlich. Ja. Prep Schools, ja, es ist halt so, bei Prep Schools ist es so, dass man ein 13. Jahr nochmal ranhängen kann. Das heißt, man hat seinen Abschluss gemacht, seine 12 Jahre, und könnte dann theoretisch nochmal wechseln, wenn man ans College möchte, die Noten waren schlecht oder man war verletzt, dann kann man auch an eine Prep School gehen und ein 13. Jahr ranhängen, um irgendwelche Angebote zu bekommen. Okay, aber was ich jetzt eigentlich fragen wollte, das war es da auch so wie in diesen Hollywood-Filmen, dass da immer richtig Session war, auch wenn es eine reine Jungsschule war, oder wart ihr ja wirklich alle ganz ordentlich? Nein, wir waren tatsächlich größtenteils alle ordentlich. So wie es in dem Film immer erklärt wird, ja, das gibt es natürlich wirklich, aber das sind eher so die Public Schools. Hm. Ja, bei uns war alles wirklich strikt, da galt natürlich Ordnung, ne? Also Schule, Sport, Hausaufgaben und so weiter und so fort. Es war alles durchstrukturiert. Aber letztendlich hatten wir doch genug Freizeit, um auch, sag ich mal, um zu relaxen oder mal irgendwo hinzufahren und sich was anzugucken. Pittsburgh war nicht weit weg von mir, 3 Viertelstunde ungefähr. Ne, Footballspiele sind wir gefahren, weder Pitt University oder irgendwelche anderen D2, D3 Colleges. Also es war echt eine schöne Zeit. Ja, also hattet ihr auch genug Zeit, Sightseeing zu machen in Pittsburgh oder anderen Städten. Also du hast auch ein bisschen was von Amerika sehen können. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, viele Städte habe ich nicht gesehen, aber viele Flughäfen auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, dann kamst du ja wieder zurück. Und zwar bist du denn von 2019 bis vor kurzem warst du denn bei den beim Herrenteam von den Rostock Griffins. Warum bist du in die GF2 gewechselt und hast dir kein anderes Team in der GFL gesucht? Tatsächlich, mein Vater hat auch noch dort gespielt und gecoacht. Und ja, ich wollte ein bisschen höherklassig spielen. Ich wollte aber jetzt nicht gleich auch, weiß nicht, GFL One gehen oder sonstiges. Und für mich war halt auch wichtig, dass ich ein bisschen wenigstens im Umkreis bleibe. Ja, und Rostock ist von mir aus jetzt nicht allzu weit weg. Ist genau der gleiche Weg wie nach Berlin. Also 1,5 Stunden fahre ich ungefähr. Und ja, deswegen hat sich halt so ergeben. Und ich fand Management und die Coaches schon immer gut in der Jugend, und ja, deswegen. Gut, kommen wir mal zur European League of Football, weil da spielst du ja zukünftig. Als du damals von der ELF gehört hast, das erste Mal, was hast du da gedacht? Was hattest du eher so einen positiven Eindruck oder auch sehr dolle Skepsis wie die meisten? Ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, aus dem Grund einfach nur, weil ich ja mitbekommen habe, in Amerika haben sie ja probiert, 2 neue Ligen aufzubauen. Und die haben es noch nicht mal eine Saison durchgehalten, noch nicht mal eine halbe Saison. Und das war auch mein erster Gedanke. Natürlich war, wo ich gesagt habe, okay, cool, die wollen die NFL Europe von früher so ein bisschen wieder hochbringen. Und ich sage mal so, ich habe gesagt, mal schauen, wie es läuft. Aber letztendlich war ich halt das war mit Vorsicht zu genießen. So war mein erster Gedanke. Aber mittlerweile nach der Saison Spiele geguckt. Also ich war schon, ja, positiv überrascht. Okay, Spiel geguckt, hast du gesagt. Gab es auch ein Team, was die Daumen gedrückt hast? Also ganz ehrlich zu sein, als die Teams bekannt wurden und ich gesehen habe, wer bei wem spielt, habe ich eigentlich erst gedacht, Berlin ist so, ja, könnte so sein. Also ich war tatsächlich Berlin-Hamburg, so das waren so eher so meine beiden Teams. Und wo ich gesagt hätte, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ja, also es war natürlich eine interessante Saison, auch recht ausgewogen tatsächlich. War ich auch erstaunt drüber. Aber ich bin gespannt, was dieses Jahr noch dazu kommt mit den neuen Teams. Neue Teams, vor allen Dingen trauen sich jetzt auch mehr Spieler in die Liga, so wie du. Ich glaube, das hebt das Niveau unheimlich an. Und ja, bessere Teams, also bessere Teams nicht, aber sehr gute Teams kamen auch noch dazu. Also ich glaube, es wird spannend. Gleich die nächste Frage. Warum hast du dich für Berlin Thunder entschieden? Hat das irgendwas mit Björn Werner zu tun? Ja, zum Teil schon. Natürlich möchte ich meine Ausbildung machen, das ist natürlich mein A und O. Und ich habe natürlich im Umkreis geguckt. Das hat natürlich alles gepasst. Ne? Berlin ist, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, 1,5 Stunden von mir entfernt. Natürlich mit dem Berufsverkehr ein bisschen länger ab und zu, aber so ist es halt. Ja, und es ist halt lokal in dem Sinne für mich. Es wäre jetzt anders, wenn ich jetzt, sage ich mal, nach Leipzig müsste oder, sagen wir, Frankfurt oder sonstiges. Ne? Frankfurt war tatsächlich, nicht Frankfurt, sondern Hamburg war auch eine Option. Aber da ist der Weg natürlich auch viel zu weit. Okay,
Du hast vorher in der GFL 2 gespielt, jetzt das Spiel willst du in der European League of Football spielen. Das heißt, bereitet man sich da komplett anders vor oder ist das dieselbe Vorbereitung wie vorher auch? Nein, es ist natürlich, man muss ein bisschen mehr ranklotzen, die ein bisschen mehr ist gut. Man muss ganz schön ranklotzen. Alleine die Leute, die dort spielen, das Spiel ist schneller, es ist härter in dem Sinne. Und ja, es ist eine andere Vorbereitung, auch eine mentale Vorbereitung, wo man ein bisschen dran rumschrauben muss. Ne? Also die Einstellung spielt schon eine große Rolle. Hast du denn einen privaten Coach, wie andere Spieler auch, oder ist das alles von Berlin Thunder aus? Also ich möchte keinen Namen wissen und auch nicht wissen, was ihr macht, aber wer coacht dich gerade oder hilft dir bei der Vorbereitung? Das ist auch mein Vater, der mich coacht. Also Ach. der coacht schon mein ganzes Leben sozusagen. Egal ob das Football ist, ich habe auch Basketball gespielt, selbst da, krafttechnisch. Also er ist sozusagen auch mein Strength Conditioning Coach. Und ja. Aber jetzt stell dir mal vor, es gucken ganz viele Leute, die vorher noch nichts mit Football so viel am Hut hatten, jedenfalls mit den Europäischen, und die fragen sich, wer ist denn dieser Vater? So oft erwähnst du ihn. Erzähl mal, wer ist denn dein Vater? Ja, mein Vater ist Mario Beierl, hat 30 Jahre Football gespielt hier in Mecklenburg. Also Mecklenburg kennt man ihn auf jeden Fall. Hat die Sharks mitgegründet damals in Neubrandenburg und hat dann 4 Jahre bei Rostock, 4, 5 Jahre bei Rostock gespielt, genau. Und ich hatte das Glück und konnte die letzte Saison mit ihm sogar zusammen auf dem Feld stehen. Okay, welche Position? Defense Tackle, ursprünglich aber Linebacker. Okay. Gut, zurück zu Zander. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer der Vater ist. Wir wissen auch schon, wer du bist. Aber zu Zander. Ja, letztes Jahr war die Berlin Thunder ja tatsächlich nicht ganz so gut. Also war das zweitschlechteste Team vom Rekord her jedenfalls. Jetzt kam aber Björn Werner zu. Man hat auch das Gefühl, er will das Team komplett umkrempeln oder jedenfalls weitaus verbessern. Medial ist es besser geworden. Ihr habt einen super Podcast, wo ihr seid medial auf jeden Fall viel besser aufgestellt. Und Björn Werner macht ja nicht mal ein Tryout, weil er weiß ganz genau, welche Spieler er haben möchte. Merkt man die Professionalität bei Berlin Thunder eigentlich an? Also ist das für dich eine richtig professionelle Mannschaft schon? Ja, auf jeden Fall. Alleine was Coaching-Staff anbelangt und sonstiges. Ja, wie du schon sagst, Berlin hat in dem Sinne halt kein Tryout oder so gemacht wie viele andere Teams, weil Björn genau weiß, wen er haben möchte. Weil er möchte ein Team aufstellen, das auch gewinnt. Ja, also das Ziel ist von jedem von uns, hoffe ich auch, dass wir dieses Jahr in die Playoffs kommen und auch den Ring holen. Ja. Also wir wollen dieses Championship-Game gewinnen. Ja, man hört andauernd, dass ihr auf jeden Fall die Ambition habt. Gut, das hat jedes Team, sind wir mal ehrlich. Das Aber ist richtig. bei euch hört man es am meisten tatsächlich. Also Ja. da sind die Erwartungen von uns allen auch schon sehr hoch. Aber Ja. gut, eure Gegner stehen ja auch schon fest. Ihr seid ja in der Conference North und spielt da mit Hamburg, den Wroclaw Panthers und den Leipzig Kings. Hamburg stand im Finale, Wroclaw Panthers stand in den Playoffs und hat jetzt eine richtig gute Vorbereitung. Die Leipzig Kings waren letztes Jahr so ein bisschen die Wundertüte. Was sagst du eigentlich gemeint zur Konferenz und zur Konferenz? Ja, also ich bin gespannt tatsächlich. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Also man muss sich schon wirklich durchkämpfen. Man muss auch an einem Strang ziehen, um das Ding auch zu gewinnen, ne? Und nach Hause zu bringen. Also alle sollten die Einstellung haben, wir wollen das Ding rocken, ne? Weil wir wollen ja auch irgendwo hin. Das ist es ja. Nach Österreich, nach Klagenfurt. Korrekt, Ja, korrekt. in den Interconference-Spielen habt ihr Köln, die auch in den Playoffs standen. Dann habt ihr die Raiders aus Tirol, die ja nur ein großes Team waren vorher. Jetzt sind sie eine Franchise. Mit denen ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Und jetzt kommt die nächste Wundertüte, die Istanbul Rams, die auch keiner so wirklich einschätzen kann. Auf welches Spiel freust du dich persönlich am meisten? Worauf hast du richtig Bock? Also alleine jetzt sage ich mal, von der Location her ist Istanbul sehr interessant. Also es wäre ja schön, wenn wir zum Beispiel hinfliegen würden, einfach mal das Land auch kennenlernen. Ich war noch nie in der Türkei, muss ich ehrlich sagen. Also von daher. Aber ich glaube, vom Gegner her ist es tatsächlich Swako Raiders. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Also, weil ich sag mal so, die haben ja wirklich einen Namen auch, ne, in Europa. Und ist ja nun mal mit eins der besten Teams auch. Und ja, ich bin echt gespannt. Das sagt man immer so, mit den Besten will man sich auch messen. Also würdest du sagen, von den ganzen Gegnern, wenn du einfach so vom Gefühl her, würdest du sagen, dass die Swako Raiders oder die Raiders Tirol so das stärkste Team sein dürften? Ja, ich denk mit Hamburg auf jeden Fall. Die beiden sind so auf jeden Fall wirklich ganz, ganz weit oben. Hm.
Tipp von mir, die Panthers darf man wirklich nicht vergessen. Das stimmt allerdings, das ja, stimmt. Ja. Also ihr habt schon starke Gegner, muss man mal sagen. Leipzig und Istanbul werden die Wundertüten wieder sein. Was kommt bei raus im Endeffekt, aber der Rest ist schon nicht schlecht. So, ja, genau. Die Ziele sind klar, Klagenfurt haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, das habt ihr im Podcast schon mehrfach erwähnt, man hört immer von Berlin, Klagenfurt, Klagenfurt, Klagenfurt. Was sind aber deine persönlichen Ziele für die Saison? Ich möchte mich auf jeden Fall entwickeln, also jetzt ist aus meiner Sicht, ich möchte mich wirklich entwickeln, ich möchte besser werden, alleine deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, in die ELF zu gehen und dort zu spielen, weil das Niveau höher ist, man hat viel bessere Gegner und so weiter und so fort. Und auch einfach das Knowledge mitzunehmen. Ne? Also man lernt Leute kennen, die können mir ein bisschen was erzählen, die haben mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Ich spiele jetzt ja noch nicht so lange, ich spiele jetzt 6 Jahre Football. Und da sind vielleicht Leute, die spielen schon, weiß ich, 15 Jahre oder so. Ne? Und alleine das mitzunehmen und die Erfahrung und natürlich auch dieses, sage ich mal, das Reisen, das ist ja auch sehr interessant. Sonst ist man immer nur in Deutschland. Gut, bei mir war es jetzt eine Ausnahme mit Amerika, aber trotzdem. Ne? Wer fährt denn normalerweise, welches Team fährt denn irgendwie nach, weiß ich nicht, ob Barcelona oder Österreich oder sonstiges? Das stimmt und wird dafür auch noch bezahlt, auch wenn es noch nicht die Millionenbeträge sind. Ja, also das ist ja, es ist ein Beruf tatsächlich schon. Ja. Was war eigentlich in deiner Karriere jetzt dein größtes Highlight? War das tatsächlich drüben in den Staaten oder hattest du hier in Deutschland ein Highlight, wo du sagen musst, okay, das war mega geil? Highlight. Also ich hatte für mich persönlich noch kein richtiges Highlight, muss ich sagen. Ja. Es gab zwar ein paar Momente, die sehr schön waren, zum Beispiel damals in Amerika mein erster Interception als D-Liner. Das war schon tatsächlich ganz cool. Aber auch letzte Saison in Rostock, als wir im Ostseestadion gespielt haben. Alleine das Feeling, wenn da schon ein paar tausend Mann sind, ist natürlich anders, als wenn, sage ich mal, immer nur so 500 Mann sind. Das ist schon echt schön. Ja, im Gegensatz zur letzten Saison ist es ja tatsächlich erstmal wahrscheinlich sogar ein Rückschritt, weil die Zuschauer waren letzte Saison in Berlin noch nicht ganz so geil. Meinst du das, also die waren schon sehr geil, aber es waren halt nicht allzu viele. Mhm. Meinst du, das könnte nächstes Jahr schon mehr werden, allein weil auch Björn ein bisschen mehr zieht und weil da jetzt vielleicht auch wirklich so ein klares Ziel dahinter steht? Oder ist ich denke, das? Ich denke schon tatsächlich, alleine, dass sag ich mal, Berlin auch ein bisschen Parole macht, ob jetzt Social Media oder sonstiges, das lockt die Leute natürlich auch. Ne? Und ja, Björn kennt jeder, der Football in Deutschland kennt, allein durch Ran oder sonstiges. Und ja, das ist natürlich auch Marketing in dem Sinne, was auch wirklich gut ist fürs Team. Sehr gut. Wir kommen jetzt schon zum Quick Quiz. Ich habe 10 oder 11, ich habe nicht nachgezählt, Fragen mir ausgedacht, wo du einfach ganz schnell, ganz spontan eine Antwort raushaust. Ja? Okay. Also interessant für die meisten Zuschauer ist immer, was machst du in den letzten Sekunden in der Kabine, bevor das Spiel halt losgeht? Gehst du eher so in dich oder hörst du ganz harte Musik oder rastest du halt aus? Erzähl mal. Also ich höre keine harte Musik in dem Sinne. Ich bin eher so tatsächlich ein bisschen komisch, was das angeht. Ich höre eher so ein bisschen ruhige Musik, um einfach runterzukommen. Meistens mache ich mir ein Handtuch oder sowas im Kopf, um einfach in mich zu kehren und einfach Focus, ne? Also das mache ich dann meistens tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht einer, der rumschreit und hey, let's go und so, sondern ich bin eher so introvertiert. Was heißt denn für dich ruhige Musik? Was hörst du denn so? Ach, es ist, weiß nicht, Ain't No Mountain High Enough oder sowas. Es ist, ja, das ist schon cool. Ja, eher so die Richtung. Natürlich höre ich aber auch Hip-Hop oder sowas, ne? Also was bisschen. Ist immer unmöglich. Und wie sieht dein Tagesablauf aus? Also wenn du morgens aufstehst, bereitest du dich auch schon aufs Spiel vor mit bestimmtem Frühstück oder wie ist das da? Tatsächlich ja. Also ich koche das meistens, wenn dann vor. Morgens kriege ich nicht immer so viel runter. Meistens dann Shake oder so. Und wenn Game Day ist und wir irgendwo hinfahren, ist es meistens so, dass ich ein bisschen verpeilt bin in dem Sinne. So. Das kommt aber erst, wenn ich das Stadion betrete oder so. Dann fange ich erst an, wirklich locked in zu sein. Okay. Was steht auf deiner privaten oder auch sportlichen To-Do-Liste ganz, ganz oben? Oh, das ist eine gute Frage. Ganz, ganz oben. Ja, ich würde ganz gerne mal irgendwie ein Championship nach Hause bringen, sozusagen. Also das ist schon, wo ich sage, ich habe noch keinen Ring oder sonstiges. Und das wäre schon, ja, cool auf jeden Fall.
Sehr gut. Welche NFL-Franchise supportest du? Minnesota Vikings. Warum? Auch von der, in die Wiege gelegt, muss ich sagen. Bin damit groß geworden und seitdem. Okay. Hattest du denn Sympathien für die Pittsburgh Steelers? Tatsächlich schon, ja. Es ist auch sind coole Leute auf jeden Fall. Das Stadion ist mega. Heinz Field ist echt schön. Und man hat immer so ein paar Lieblingsspieler aus bestimmten Teams. Ne? Okay, dann hauen wir raus. Wer sind denn so deine Lieblingsspieler? Also momentan in der NFL Aaron Donald natürlich. Ich bin großer Fan auch von TJ Watt tatsächlich. Und ja, Minnesota so oder so, Dalvin Cook, Justin Jefferson, diese Jungs. Und wenn wir so oldschool zurückgehen, so Minnesota, John Randall, Randy Moss, Chris Carter, so das sind dann auch so, wo ich sage, meine Top 3 sozusagen. Ich meine, ich breche mal aus den Quick Quiz, aber mich interessiert das auch so, weil du hast ja auch einen Vater gehabt, der wirklich Football begeistert war. War es so, dass du in jungen Jahren, also so als kleiner Sprössling wie andere, dann halt Fußball gucken, dann auch schon American Football geguckt hast? Das mit dem Football gucken kam eigentlich etwas später. Das kam so vielleicht mit 10, 11, 12. Weil vorher war das nicht so für mich. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich habe Madden gespielt auf jeden Fall, Madden 09, mit Brett Favre noch vorne drauf auf dem Cover. Das habe ich gespielt wie ein Verrückter. Aber ja, ansonsten so, wie gesagt, angefangen zu gucken, so mit 10, 11. Okay. Was war dein schönster Moment in den Staaten? Der schönste Moment war tatsächlich mein letztes Spiel, was aber auch traurig war in dem Sinne. Es war ein freudiges und ein weinendes Auge. Wir haben gewonnen. Wir hatten einen Winning Record, also einen positiven zumindest. Und alleine so diese, was so schön ist, halt diese Zeit, was ich da erlebt habe. Ich war so dankbar und die Jungs sind mir ans Herz gewachsen und alles. Aber natürlich war es halt auch traurig, weil du weißt, das war dein letztes Spiel jetzt hier mit den Jungs zusammen. Also das war so mit einer der schönsten Momente, muss ich sagen. Ja, hast du mit den Jungs auch noch regen Kontakt von drüben? Oder eher weniger? Mit manchen ja, mit manchen halt nicht. Also die mir wirklich so auch, ne, die schreiben auch und ab und zu FaceTime wir auch. Also der Kontakt besteht auch. Es ist ganz lustig, weil ist ja eine Boarding School gewesen und wir hatten ja auch Leute von überall aus der Welt, Südafrika, Südamerika, Asien und so weiter und so fort. Also ich habe mit Leuten Kontakt, ein Kumpel von mir kommt aus Südafrika, der ist jetzt aber auch wieder drüben in Amerika, der spielt Fußball zum Beispiel, aber auch mit vielen Footballspielern natürlich. Ne? Okay. Kennt man denn einen deiner Mitspieler, der jetzt vielleicht irgendwo auf dem College ist? Also kennt man jemanden? Hat es irgendeiner von denen zu einem höheren College geschafft? Ja, Tim Burgertz hat es tatsächlich geschafft. Maine University ist FCS School meines Erachtens. Also das war so mit eins der höchsten Sachen tatsächlich. Ja, und ich weiß nicht, ob dir Dickerson College was sagt, das ist D3. Sind aber auch mit eins der besten Teams, was D3 anbelangt. Und mir persönlich nicht, aber ja. Die Fans aber wahrscheinlich. Ja, genau, da haben es auch so ein, zwei noch geschafft. Ja. Aber, ja. Okay, nächste Frage. Ich weiß, das fühlt sich schon mehr wie 10 Fragen an, weil immer dazwischen Fragen kommen. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Mein absoluter Lieblingsfilm? Ich gehe tatsächlich mit Spiel ohne Regeln mit. Ja. Das ist so mit, aber ich bin auch ein großer Star Wars-Fan tatsächlich. Aber wenn ich jetzt mich auf einen Film ist Spiel ohne Regeln. Sehr gut. Nenn mir ein Hobby außer Football. Basketball? Ja, also spielst du auch öfter, regelmäßig? Nicht mehr tatsächlich. Okay. Ich habe 8 Jahre lang Basketball gespielt. Und auch mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem finde ich es wirklich so ab und zu mit den Jungs, wenn man mal Zeit hat und so und alle wieder da sind, dann auf jeden Fall. Sehr gut. Was ist das Beste am American Football und was magst du überhaupt nicht? Das Beste am American Football ist das Teamgefüge auf jeden Fall. Also als eine Einheit. Ich bin großer Sportsman, was das angeht. Also
Teamgeist ist das A und O. Das Einzige, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn irgendwelche Leute aus der Reihe tanzen oder halt nicht mitziehen. Ne? Wenn sie so sagen, was ich schon immer schlimm fand, ich war immer sehr ehrgeizig, was das angeht. Wenn Leute sagen, ja, ist nur ein Hobby, was soll ich mich hier anstrengen oder sonstiges. Das war für mich immer, wo ich gesagt habe, das mochte ich überhaupt nicht. Und das habe ich denen auch meistens gesagt. So, du bist nicht hier zu Jux und Dallerei, wenn du keine Lust hast, dann brauchst du auch nicht kommen. So, ne? Ja, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. So. Und sag ich mal, als Spieler auch, dass die Regeln natürlich angepasst werden, ist richtig. Aber wenn ich jetzt in der NFL sehe, was die manchmal für Flaggen schmeißen, was gar keine Strafen sind, ja, das ist so ein kleiner Aspekt. Aber damit habe ich ja nichts zu tun. Aber es ist halt so, ich sage, das Spiel entwickelt sich, weiß ich nicht, mal in positiven und mal in negative Richtung. So. Ja, meistens auch zulasten der Defense, Ja, ja. genau. So, welcher Quarterback-Sack war dein schönster? Ich würde sagen, gegen die Düsseldorf Panthers, gegen Michael Eubanks, weil der Typ ist auch echt groß und kräftig auf jeden Fall. Also, er ist, lass mich lügen, fast 2 Meter, 120 Kilo. Er war schon schwer runterzukriegen, aber trotzdem habe ich es halt geschafft. So. Und ich habe mich gefreut. Ich hatte, das Spiel war auch echt gut. Ich hatte 3,5 Sacks. Ja, das war schon auf jeden Fall. Bisschen schwierig, sagen wir so, aber es hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, es könnten ja auch die 2 Sacks gegen die Hamburg Huskies sein, weil es war ja der einzige, zum allerersten Mal haben die Rostock Griffins gegen die Hamburg Huskies gewonnen. Das war ja schon ein historischer Moment, ja. Ja. Aber Tatsächlich, die gut. letzte Saison waren viele historische Momente. Also es war alleine, sonst hätten wir, die meinten zum Beispiel, wir haben vorher nie zu Hause gegen Lübeck gewonnen. Dieses Jahr haben wir zwar unentschieden gespielt, aber wir haben auch nicht verloren. Also wir haben nicht gewonnen, verloren so, aber ne, es waren mehrere Steps. Hamburg zum Beispiel gewonnen und so weiter. Wo Das war siehst du schon. dich selbst in 5 Jahren? Hoffentlich noch in der ELF. Hast Hoffentlich du noch in der ELF. auch ich meine, klar, du würdest jetzt nicht Nein sagen, aber ist dein Ziel auch immer noch die NFL oder ist das eher so ein weiter Traum? Nee, tatsächlich schon. Also ich würde auf jeden Fall, ich arbeite auch darauf hin, ins IPP-Programm zu kommen. Das ist natürlich schon so ein hohes Ziel. Das ist auf jeden Fall, steht auf meiner To-Do-List sozusagen. Und ja, wenn es nicht klappen sollte, aber alleine, ich finde ja schon dieser Gedanke cool, dass wie viele Spieler alleine dieses Jahr auch eingeladen wurden zum Combine. Das ist schon echt mega, ne? Und ja, und ich sag mal so, wieder eine Handvoll hat es geschafft. Die natürlich immer um 1% besser waren als die anderen. Richtig. Wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei. Ich werde dich beobachten. Danke, So, danke. wenn du dir 3 Städte aussuchen könntest, die zukünftig auch in der European League of Football sein sollen, egal ob da jetzt Spielermaterial ist oder nicht, einfach nur rein von der Städte her, weil du vielleicht mal hin möchtest, welche würden das sein? Ich würde sagen, London, Amsterdam und Paris. 3 große Namen und ich denke mal, die werden auch kommen auf kurz oder lang. Aber werden wir sehen. So, wenn du die Wahl hättest, gegen welchen Gegner würdest du gerne im Finale in Klagenfurt antreten? Oh. Gegen welchen Gegner? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde jetzt einfach nur aus Gag sagen, Cologne Centurions, allein wegen Matthäus, dass wir dann nochmal beide gegeneinander spielen. Aber ja, das ist eine richtig gute Frage. Also. Schwierig. Ich würde vielleicht sogar auf Frankfurt tendieren. Ja, also das ist sozusagen nochmal die Chance haben wir auf den zweiten Ring gleich hintereinander und ihr wollt ihn dann wegnehmen. Okay, verstehe ich. Ja, leider Gottes war es das jetzt schon. Ich hoffe, ich habe keine wichtige Frage vergessen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, ich hole die alle noch nach. Du hast auf jeden Fall jetzt nochmal die Chance an deinen alten Fans, vielleicht von den Rostock Griffins oder auch an deine neuen Fans, Berlin Thunder oder allgemein die ELF-Fans, Football-Fans, Follower von Football, einfach mal ein paar Worte zu richten. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf die Saison. Auch nochmal ein kleines Shoutout an die Griffins. Danke für alles und ja, feel the thunder.